So, nach langer Zeit sieht man bei mir auf dem Kanal auch mal wieder was von Fortnite. Hat auch gewisse Gründe, aber dazu kommen wir gleich. Wie ihr seht, das Overlay hat sich deutlich geändert. Ich habe heute, lass mich lügen, 4 Stunden, 5 Stunden dran gesessen. Ich gehe gleich auf das Overlay insgesamt ein, weil 10 Übergänge etc. Also ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Erstmal danke an alle, die das supportet haben. Aber worum geht es eigentlich? Ja, ich spiele wieder Fortnite. Warum spiele ich Fortnite? Weil ich habe halt jetzt viel COD, FIFA etc. gespielt. Aber ich muss sagen, so zum Streamen bietet sich Fortnite eigentlich am besten an. Oder man spielt halt irgendwas alleine, aber alleine ist halt natürlich auch nicht so berauschend, sage ich jetzt mal. Aber wie natürlich auch ihr wieder gesehen habt, es geht wieder um Skins. Ihr seht oben rechts 6150 V-Bucks. Ihr wisst ja, so viele V-Bucks will ich schon nie stehen haben. Aber ich selber, ich sag ganz ehrlich, durch euch vor allem habe ich so viele Skins. Also ich selbst will mir gar keine mehr kaufen. Und den einen oder anderen eventuell mal. Aber ich sage ganz ehrlich, durch Rette die Welt habe ich jetzt auch wieder angefangen. Farbe ich mir halt wieder die V-Bucks. Und so teuer sind ja V-Bucks jetzt auch nicht mehr. Deshalb gibt es jetzt bei Twitch. Ich weiß, ich könnte auch auf YouTube streamen, aber Twitch gefällt mir da doch persönlich ein bisschen besser. Auch wenn jetzt die Richtlinien sich wieder komplett geändert haben, was Copyright und so betrifft. Aber Skin-Verlosungen sind bei Twitch. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach nur da sein, Kanalpunkte einzahlen. Derzeit haben wir als Hauptziel 100.000 Kanalpunkte einzahlen von allen. Und dann ist schon direkt eine Skin-Verlosung. Derzeit haben wir 34% erreicht und es sind eigentlich kaum welche da, weil klar, wenn man länger nicht aktiv war, ich weiß es selber, bin jetzt auch quasi selber schuld, sind natürlich auch weniger Zuschauer da. Aber jetzt kommt das, wo jeder von euch mitmachen kann. Man kann sich einen Skin auch erspielen. Wie mache ich das Ganze? Für 5000 Kanalpunkte habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr die einlöst, dass ihr zusammen mit mir in einen Duo reingeht. Dann gehen wir in die Map, ich springe mich um und wenn solltet ihr die Runde gewinnen, bekommt ihr von mir sofort einen 800 V-Bucks hin. Finde ich eigentlich fair, ist unterhaltsam. Und ich meine, ich kann das Video auch dann aufnehmen, auf YouTube hochladen. Also wer Bock dazu hat, kann natürlich gerne auf Twitch vorbeikommen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Aber das sind jetzt nur so die Infos, was den Stream betrifft. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aufs Overlay ein. Das ist das Raven Overlay von Owned. Aber wir fangen ganz vorne an, wie die ganzen Szenen so sind, wie ich sie halt jetzt gemacht habe als Anfangsstream. Also jetzt kommt erstmal der Übergang. Der Übergang ist schon, aber pass auf, der Übergang ist laut. Also solltet ihr euer Handy sehr laut haben, stellt es gerade ein bisschen leiser. In 3, 2, 1. So, so fängt der Stream jetzt immer an mit dem Countdown. Gerade mal den Countdown anmachen. Zack. So, und so läuft der Countdown dann runter. So fängt halt jetzt jeder Stream an. Dann kommt wieder der nächste 10-Übergang. Da bin ich wieder. Ihr seht, um die Cam ist auch noch mal ein extra Rahmen, der auch animiert ist. Warte mal. So. Also ist schon nice. Also ohne Quatsch. Ich habe viele Overlays mir angeguckt, gerade auch natürlich was Fortnite betrifft. Aber das Overlay hat mir hier echt noch am besten gefallen. Dann sehen wir hier unten die ganzen Donations, Last Cheer und alles. Das kann man sich auch alles einzeln holen und keine Angst, das ist nicht gesponsert oder sonst was. Ich habe davon gar nichts. Nix, null. Ich werde euch die Seite unten auch mal verlinken, falls ihr auch am Stream seid oder Videos aufnehmt, falls ihr sowas haben wollt. Also ich kann die Seite wirklich nur empfehlen. Das Einrichten war ein bisschen schwieriger, aber nach 5 Stunden war ich schon fertig. War sehr interessant. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Dann besonders, wenn man dann die Szene einmal löscht aus Versehen, weil man eigentlich nur was einfügen wollte und hat dann aus Versehen die ganze Szene gelöscht, anstatt nur eine Sache. Aber gehen wir mal in die nächste Sache rein. Nämlich, dann muss ich mich gewöhnen, den Mund dazu halten. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt Raven im Hintergrund. Hier kann man einfügen, entweder das Spiel oder auch man geht hin und macht halt, keine Ahnung, Videoaufnahme. Dann habe ich ein Problem, habe ich nur. Hier gehört ja eigentlich rechts die Kamera rein. Das Problem ist, wenn ich die vorne in der Hauptszene stehen habe, die Kamera und anders, kann ich sie hier nicht aktivieren. Keine Ahnung warum. Jetzt habe ich hier gerade den Chat drin. Zack. Aber ich werde da irgendwie noch eine Lösung finden. Aber nach 5 Stunden habe ich mir gedacht, nee, so wichtig ist das jetzt auch nicht. So,
Ihr seht unten auch, das kann man alles individuell einstellen. Also unten, das kann man auch weglassen. Hier beim Start kann man auch hingehen, kann sich unten noch Twitter einblenden lassen, YouTube etc. Aber habe ich jetzt weggelassen, weil ganz ehrlich, ich bin eh eigentlich nur noch auf Twitch aktiv und ab und an kommt mal ein Video, aber ihr wisst ja, Aufgaben und so mache ich nicht mehr. Von daher brauche ich das eigentlich auch nicht. Und Instagram, ja, ist schön und gut, aber ich bin jetzt so der Typ, der dann posten muss, hier, das ist mein Abendessen, hier gehe ich jetzt dahin, auch wenn es eigentlich dazugehört, aber ihr wisst ja, ich mache das alles nur als Hobby und will damit nicht mehr Geld verdienen. So, gehen wir wieder in die nächste. Die Talkrunde hatten wir, wo man den Chat sieht und das, was man halt zeigen will. Gehen wir mal ins Pause-Menü. So, das ist jetzt, wenn ich immer eine Pause mache, gefällt mir deutlich besser, als einfach nur so ein Bild mit Pause einzublenden. So, dann haben wir noch was. Einmal das Ende vom Stream. Extra mit einem kleinen geschlossenen Auge. Aber ich würde sagen, ist eigentlich so an sich ganz gut. So, jetzt habe ich nur eine Frage an euch. Wie gefällt euch das Ganze? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wer noch kein Abo dagelassen hat, gerne natürlich ein Abo da lassen. Daumen nicht vergessen. Und vielleicht sieht man sich ja auf Twitch. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Kommt einfach mal vorbei, guckt euch das Ganze mal an. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.